So, weiter geht's mit einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja. Brief des Karrenfahrers. Wir haben hier jetzt das Fläschchen mit dem Brennstoff, was wir brauchen, um das Tor aufzukriegen, wo die andere Scherbe ist. In dem Brief stand nämlich geschrieben, dass ein Karren aus Südosten irgendwie überfallen worden ist, beziehungsweise nicht ankam. Und deswegen müssen wir das Fässchen mit dem Sprengstoff hier jetzt hintragen, damit wir es aufmachen können. Also ein bisschen Aufgaben zum etwas Nachdenken und Tun. So, wir sollten es gleich bitte nicht daneben werfen. Da links war der Brief. Nein, aus, jetzt ist es aus. Da, zweite Scherbe von 5 gefunden. War ein bisschen tricky, muss man schon sagen. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt fahren wir zur nächsten, beziehungsweise das heißt, wir reiten zur nächsten. Die ist hier in dem Gebiet. Let's go. Kommen wir da jetzt durch oder was? Ethnos Dizik. Höher. So. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen querfett einreiten. Um die nächste Scherbe zu finden. Oh mein Gott, sprechen fällt schwer, ey. Aber ich muss auch sagen, meine Nase ist im Moment ein bisschen dicht. Ihr hört es vielleicht in meiner Stimme. Die ist nicht ganz klangfrei, finde ich. Also. Ist halt sehr dumpf. So, wo sind wir? Hier. Meter. Ja. Also es ist wirklich einmal um die Weltgeschichte, also einmal komplett die ganze Karte absuchen. Also natürlich für die Entdeckung sehr schön, aber es ist halt sehr wieder alles zeitaufwendig und macht halt wenig Spaß. Immer dieses Hin- und Hergereite. Man erlebt nichts. Ja, natürlich, man sieht die schöne Welt, ne? Aber doch ein bisschen mühselig. Also das gefällt mir nicht, die Aufgabe. Muss ich schon so hart sagen. Und für euch ist es ja auch nicht schön zum Anzugucken, wisst ihr? Also, wollt ihr auch schon was erleben. Aua, hallo? Der wird eher ein Giftkäppchen, oder? Zack. Ah!
Ich habe den Schlüssel, den wir brauchen. Aua. So, die werden schön dann Gift sterben. Das wird schon weh. Der wird aber ein Gift krepieren, denke ich. Ja. Nice. Wir haben Schlüssel bekommen. Jetzt habe ich noch irgendeine Rüstung, die wir nehmen können. Hey, ein Speer. So. Hallo. Ich komme überhaupt nicht an ihn ran. Aua. Aua. So, du musst dein Gift jetzt sterben eigentlich. Und der auch, der auch, der auch. Der muss dein Gift sterben. Nein, mach doch keinen Finisher, die ganze Zeit geht flöten. Alter. Aua. Oh mein Gott. Ja, der hat richtig reingehauen und der Schlag eben. So, wohin muss ich jetzt? Warte mal. Wohin muss ich jetzt? Also hier. Hallo. Hier scheint irgendwas zu sein. Dickes. Zack, den hätten wir. Den hätten wir. Sorry, das hat eben an der Tür geklingelt, deswegen musste ich da jetzt einmal hin. So, warte mal. Wo war denn das jetzt? Ich musste hier runter irgendwo, ne? Ja, warte mal. Alter. Hier nicht, bin ich gerade dumm? Ich sollte doch hier runter. Digga,
Ich hasse diese Sucherei, ne? Es glaubt mir gar nicht. Warte mal, vielleicht hier. Da leuchtet man nämlich noch irgendwas golden. So, hier unten. Da seht ihr es. Jetzt wird es mir angezeigt. Aber hier ist doch nicht. Also, was ist hier? Warte mal. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das zweite Teil sein soll. Vielleicht lesen wir hier gleich nochmal einen Brief oder so. Hättest du das finden sollten. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall irgendwas mit Tauchen zu tun. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So, dann müssen wir die Leiter. Danke. Also hier ist kein Brief. Nein. Wieso gibt es hier überall keinen Brief? Das verstehe ich halt nicht. Warte mal. Lohnt es sich zu ertrinken? Warte mal, da ist doch die Tür. Ja. Nee. Also hier ist die Ausgrabungsstätte, ja. Was machst du da, Ivo?
Okay, hier ist auch nichts. What the fuck? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Hier ist nichts. Ey, jede Aufgabe ist so schwer, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Wahrscheinlich denkt ihr da draußen, also ich check es nicht. Ich check es nicht, wo das hier sein soll. Also ja, hier unten irgendwo, aber wo? Soll ich tauchen? Soll ich nicht tauchen? Das check ich halt nicht. Ihr wisst, wie ich meine? Also hier. Bis dahin ist ja alles klar. Not idea. Sorry, ich habe keine Ideen. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe wirklich keine Ideen. Hier gibt es auch keine Hinweise für mich, wo ich hier irgendwie etwas nachschauen könnte. Deswegen. Weiß ich nicht. I have wirklich no idea. Gibt's denn hier nochmal hin? Warte mal. Ich lese mir jetzt nochmal den Brief durch, ganz in Ruhe mit euch zusammen. Wir sind jetzt bei 18 Minuten und nichts geschafft in der Folge. Es tut mir wirklich leid, aber was ist denn das hier? Wir lesen es immer zusammen durch. In den eingestürzten Ruinen. Warte mal. Das ist doch ein Hinweis. Hier sind die eingestürzten Ruinen. Hier. Ich finde hier nichts. Ah, warte mal. Da. Hier haben wir was.
Okay, nice, wir haben's. Ich muss jetzt nicht sterben. Luft holen. Luft holen. Oh, wir haben es geschafft. 3 von 5. Fehlen noch 2. Gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge heute ein bisschen kürzer. Haben auch heute nicht so viel geschafft. Tut mir leider leid. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Das nächste Mal lerne ich die Hinweise besser durchlesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.